So, und da sind wir wieder zurück mit der Lara und schauen einmal, was wir jetzt noch machen müssen. Ich grüße euch, euer Medaso ist wieder am Start und ist hier noch unterwegs. Und schaut mal, hier gibt es sicher noch was zum Farmen. Okay, wir sind relativ voll. Müssen mal wieder ein bisschen was verwerten. Sie geht immer noch dauernd in Deckung. Das macht mich ein bisschen... a little bit nervous. Und da liegt schon wieder was. Ey, ich bin nur am Lesen. Sicherheit, Leute. Ich wusste es. Den Typen vom Echo-Trupp umzubringen ging zu weit. Hätte ich bleiben lassen sollen. Aber ich konnte nicht anders. Verbliebene waren nicht genug. Ich brauchte irgendwie mehr. Ich wurde in den fensterlosen Raum gebracht. Dachte, ich wäre tot. Dann war Konstantin da. Nahm meinen Kopf in seine Hände. Und lächelte. Sagte, er verstehe mich. Dass er mal war wie ich. Ich habe gesündigt, aber dass es Vergebung geben könne. Ich war ein stumpfes Werkzeug, ungezügelt. Er sagte, ich könne erlöst werden. Dass ich eine Gabe habe, die man nur formen müsse. Trinity könne mich zur Klinge schmieden, mir die Richtung weisen. Hätte fast geheult und ihm die Füße geküsst. Ich werde, was ich immer sein sollte. Für Trinity. Für Konstantin. Oh yeah. Die bringen die Leute auch schon so weit, dass sie in jeden Scheiß glauben. So, wo müssen wir jetzt lang? Wir müssen da hinter, okay. Okay, das wird Tempo. Was hat er denn gesagt? Es ist nicht seine Entscheidung, aber er will uns beide weiterempfehlen. Dann gibt es irgend so eine Art Initiationszeremonie. Okay. Und das war's? Mehr kann er nicht tun? Hör mal, einige dieser Leute waren seit Jahren dabei, bevor Trinity sie befördert hat. Du musst Geduld haben. Es geht um mehr als nur Leistung. Und was? Erst kommt eine Art Eid und dann die Zeremonie. Er meinte, das finden wir bald heraus. Okay, so, sie teilen sich wieder auf. Das heißt für mich, ich könnte jetzt einen Angriff starten. Aber wie? Ich muss natürlich wieder dezimieren. Da hinten ist ein Fass, aber die stehen alle zu weit weg. Da oben ist ein Fass. Stehen sie auch zu weit weg. Machen wir wieder hier raus aus dem Modus. Ja, jetzt wollte ich gerade in den Busch rüber, dass ich mir einen wenigstens Silent packen könnte. Jetzt kommen sie beide auf mich zu. Schau weg. Komm her. Sehr gut. Einer weniger. So stark wie möglich dezimieren. Da ist jetzt das Problem, der schaut ein bisschen zu sehr in meine Richtung. Das stört mich ein bisschen. Vielleicht. Die Operationen an der Kathedrale schon? Und er sieht mich nicht. Okay. Vor knapp einer Stunde haben die schweres Gerät hingeflogen. Die zwei hat's nicht erwischt. Okay. Komm, lad nach, Babe. Okay, den unten habe ich erwischt. War noch er. Kommt jetzt der Nachschub? Oder nicht? Oder doch? Oder nicht? Oder... Ah, leckt's mir doch alle kreuzweise. Gehen wir mal dann auf.
Ja, Madel. Wozu hast du das? Wo ist denn da einer? Der ist tot. Irgend so ein kleiner Wichser hat doch jetzt gerade auf mich geschossen. Wo ist denn der Penner? Ach, der versteckt sich irgendwo da hinten drin. Wo sind denn die Arschlöcher? Ja, leckst du mich doch am Arsch, ey. Wenn man die Wichser wenigstens mal sehen würde. Gehen wir mal auf die Bleispritze. Ah, hallo, mein Freund! Ein Zaha-Kumpel, hey. Okay. Die Jungs haben wir ausgemerzt. Jetzt fahren wir. Farmen, sage ich schon. Jetzt sammeln wir noch schnell ein. Dass wir ein bisschen Muni zusammenkriegen. Dose brauche ich nicht. Okay. Brauchen noch ein paar Mats. Da hinten war noch was. Croft arbeitet in allen Belangen gegen uns. Jemand hat ein Feuer in ihr entzündet. Lord Croft war zu sehr Theoretiker, ohne Entschlossenheit. Er war ein Feigling. Seine Tochter ist anders. Heute hätte ich fast befohlen, dass niemand außer mir Croft töten darf. Ich fürchte, sie trübt mein Urteilsvermögen. Ich muss daran denken, das Ziel ist kein weiteres Croft-Opfer. Das Ziel ist die göttliche Quelle. Das heißt, er würde, hat jetzt nicht vor, mich zu töten, aber er würde mich töten lassen von seinen Männern. Ja, ihm ist wichtiger, dass er die göttliche Quelle findet. Der kleine Hurensohn. Da zahlt man die Ausdrucksweise. Und, ja, Munition brauchen wir aber nicht mehr. Sind wir voll. Okay. So, hier haben wir nichts mehr. Zumindest laut meinem. Genau. Jetzt müssen wir irgendwie nach oben klettern. So, Pfeile nehmen wir. Ah, schon wieder was zum Lesen. Also langsam nervt's mich. Diese verfluchte Krankheit. Sie zerfrisst meinen Körper und bedroht jetzt auch meinen Geist. Ich drifte ständig ab. Schwelge in Erinnerungen. Denke daran, wie Lord Croft gestorben ist. Wie wir den Plan ändern mussten. Dass ich dachte, wir hätten versagt. Und davor. Meine Anfänge mit Trinity. Als ich die geheimen Geschichten der Welt erfuhr. Und erkannte, dass wir sie retten müssten. Und noch früher meine Kindheit, Konstantin und ich, als wir nur uns beide hatten. Und dann reiße ich mich los, zurück in die Gegenwart. Ich habe immer getan, was nötig war. Dieses Mal wird es nicht anders sein. Ja, ja. Und viel Text für nix. Also langsam nervt's mich schon. Aber man will ja die Story auch ein bisschen nachvollziehen können. So, die Kante greifen. Dann hopp.
Rauf mit dir, Mädel. Wie war's? Die sollen wir fangen? Oder töten? Also die Kids sollten das machen? Wie kann man nicht feststellen. Der Fall ist immer Auffall. Und ja, wo müssen wir denn lang? Oh, da unten ist ein Lager. Lager immer gut. Und da ist nochmal Text. Mein Vater wird vermisst. Letzte Nacht habe ich ihm von den Invasoren erzählt und den Waffen, die sie verwenden. Bei Sonnenaufgang war er fort. Cyril sagte mir, er würde zurückkehren. Aber der Tag ist fast um und niemand hat ihn gesehen. Ich fürchte, dieser Dummkopf hat etwas Unüberlegtes getan. Wir brauchen ihn. Jetzt mehr als je zuvor. So schaut's aus. So, dann pflanzen wir uns mal wieder. Einen neuen Fähigkeitspunkt haben wir. Zwei sogar. Und wo können wir die denn investieren? Hier ist überall was Neues, oder? Nein. Da haben wir nur noch den Feinde ohne Rüstung durch Zeit, die abgepasstes Drücken für den F außer Gefecht setzen. Jetzt noch nicht so interessant, finde ich. Die haben jetzt nämlich alle Rüstung. Mehr Munition an Leichen finden. Exotische Tiere. Finesse, verdienen sie Bonus-EP, indem sie Kopftreffer lautlos sind. Je länger, desto höher die Bonus-Multiplikatoren. Naturforscher, mehr Herstellungsmittel. Überlebenskünstler, die sie über Quelle sammeln. War jetzt was fighttechnisch Gutes. Schnelle Herstellung von Wurfobjekten im Lauf. Brandbomben. Wäre vielleicht interessant. Leichtfuß betrachten Sie sicher, ohne Schaden zu erleiden. Rollen Sie bei der Landung ab. Ah ja, okay. Bonus-EP. Drachenfeuerpatronen. Stellen Sie Brandung oder Schrotten her. Oh, ja, das klingt interessant. Das nehmen wir mal und schon kommen wir in die nächste. Intuitiv. Überlebensinstinkt zeigt Relikte. Bla bla bla. Nein. Napalmpfeile. Verbessern Sie die Falle von einer Reichweite des Brandes beim Einschlag zu vergrößern. Todeswolkenpfeile. Erhöhen Sie die Größe und Dauer der Giftwolke durch. Na, Gift, weiß ich nicht. Streubombenpfeile. Verbessern Granatpfeile und beim Einschlag Sprengler. Ah, interessant, interessant. Ist er gekauft. So, dann gehen wir mal auf die Waffen. Da können wir verbessern. Oh, alter Hornbogen. Aha. Die Pistole und Schrotflinte und Axt. Was können wir bei der Axt nochmal machen? Da war nur Griff mit Schlaufe, genau. Pumpgun, da hatten wir jetzt noch modifizierte Auswerfer für schnelleres Nachladen oder. Ja, das war das, mit, was wir uns vorhin geholt haben. Mehr Damage. So. Was sagt eigentlich das Inventar? Können wir mal wieder Ausrüstung bauen? Nein, da fehlen uns leider Leder heute. Bei den meisten. Munition. Pfeile können wir bauen. Drachenfeuerpatronen. Feuerpfeile. Und da fehlen uns die Mats dazu. Schade. Wäre jetzt geil gewesen. So. Gut. Dann haben wir die Viertelstunde jetzt eigentlich auch schon langsam wieder voll. Wir können noch mal einen Blick hier in die Umgebung werfen. Was haben wir denn da? Oh, sie zückt die Waffe. Sie zückt die Waffe. Was war denn jetzt? Wo kam jetzt der Lux her? Ah, oh, ah. Oh, das habe ich doch vorhin irgendwo gesehen beim Basteln. Dass wir das brauchen können, aber... Da fehlen uns noch zusätzliche Mats. Und ich denke mir schon, warum zückt denn hier jetzt die Knarre? Ach
Achtung, der Kontakt zu dem Team, das das Tal durchkämmt, ist abgebrochen. Habt ihr Sichtkontakt? Negativ. Möglicher Feindkontakt? Vielleicht auch nur Feldstörungen. Aber Konstantin geht kein Risiko ein. Wo ist er denn jetzt hier? Der Säckel. Komm her! Ich fotz dich da ob ich die hast du schon lang nicht mehr gesehen. Halt! Und tschüss! War jetzt zwar nicht Sinn und Zweck des Ganzen, aber hat er's überlebt? Nein! Das freut mich. Warum bin ich jetzt trotzdem hier oben? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Eigentlich hätte ich da drüben rüber müssen. So, also der Haken mit dem Seil ist gar nicht so ungeschickt, muss ich sagen. Ah, da geht's hier schon recht weit rauf. Ich würde sagen, nachdem ja da unten der Safe Point war, dann höre ich einfach hier auf und in der nächsten Folge starte ich von da unten nochmal. Und jetzt haben wir ja nicht viel gehabt. Den einen haben wir jetzt runtergewichst. Und ja, schauen wir mal. Also, ich hoffe, die Folge hat euch mal wieder gefallen und ihr wisst ja, ein Kommi oder ein Daumen hoch. Wie sagt Flying Uwe immer so schön? Ich weiß, ich klaue jetzt. Support ist kein Mord. Zurzeit stehe ich auf den Kerl. Ja. Gut. Nee, ich will nichts klauen, aber das ist mir jetzt mal so eingefallen. Ich werde es bei meiner Art bleiben. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaltet beim nächsten Mal einfach wieder ein. Und ja, dann schauen wir mal, wie es weitergeht mit Dallara. Und, mal sehen. Was ich noch am Überlegen bin, falls überhaupt einer dieses Video hoffentlich bis zum Ende schaut. Ich bin am Überlegen, soll ich Division Let's Playen oder nicht? Das kommt ja jetzt dann. Ich weiß es nicht. Also wenn ihr meint, du wärst der Typ dafür, du könntest es machen, weil ich habe die Betas ja angespielt und so. Vom Spielerischen her taugt es mir ja. Aber ich weiß nicht, ob ich der Typ dafür bin, dass ich daraus ein Let's Play mache. Ja? Weil ich bin nicht so der Taktik-Shooter-Spieler. Merkt ihr hier, dass ich da manchmal ganz schön verkacke. Und ja, aber sagt mir einfach mal, was ihr davon haltet, oder ich spiele es nur für mich. Und dann machen wir halt einfach mit Uncharted 4 weiter, wenn ich bis dahin eine ordentliche Möglichkeit habe, das aufzunehmen. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann, Eier mit Aso. Pfiat euch miteinander.